Einen schönen guten Tag. Ich melde mich heute mit den beiden Chefentwicklern der Corona-Warn-App, mit Peter Lorenz von T-Systems und Martin Fassunge von SAP. Ihre engagierte Arbeit und die ihrer Teams steckt in der App, die Stand heute Morgen früh 15,81 Millionen Menschen runtergeladen hatten. Das ist eine Zahl, denke ich, über die wir uns alle drei freuen können, weil es eine Zahl ist, die Vertrauen in diese App ausdrückt und weil in dieser Größenordnung die App auch wirklich ihre wichtige Rolle spielen kann beim weiteren Eindämmen der Pandemie, natürlich neben den Abstands- und den Hygieneregeln, die jeder von uns weiter beachten sollte. Die App funktioniert also auf vielen Millionen von Smartphones, aber es gibt natürlich auch technische Fehler, es gibt Fehlermeldungen, die manche Nutzer irritieren. Und heute sind wir hier, um die häufigsten dieser Fragen und Irritationen für Sie zu klären. Bevor wir das tun, vielleicht eine Vorabfrage an Sie beide, Herr Lorenz, Herr Fassunge. Genau einen Monat nach dem Launch, nachdem die App zum ersten Mal genutzt werden konnte, was ist Ihre eigene Bilanz bisher? Also meine Bilanz ist natürlich auch eine positive. Wir haben uns sehr gefreut über die doch hohe Zahl der Downloads. Es zeigt natürlich auch, dass das konzertierte Arbeiten aller Beteiligten zu einem guten Erfolg geführt hat. Wir bilden uns auch nicht ein, dass es nur die App selber ist, sondern auch das kommunikative Konzept und das Vertrauen, was von allen Seiten hier aufgebaut worden ist. Auch die Arbeit der Community natürlich, die in großem Maße hier eingeflossen ist, in die Qualität, in das Coding sogar, auch in das Erklären. Das waren ja gar nicht mehr wir alleine zum Schluss. Und ich glaube, das zeigt schon auch, dass sich das für uns gelohnt hat. Wenn wir so weitermachen, dann wächst vielleicht noch ein bisschen, Herr Seibert, was die Downloads angeht. Das hoffen wir sehr. Und ich glaube, diesen Open-Source-Ansatz kann man gar nicht hoch genug bewerten. Also dieses wirklich transparente Entwickeln. Herr Fassunge, Ihre Bilanz? Ja, also unsere Bilanz ist logischerweise auch sehr, sehr positiv. Ist für alle, denke ich, eine intensive, aber auch eine sehr schöne Zusammenarbeit gewesen. Ich denke, Ludwig hat das im Talk mit Google auf den Punkt gebracht. Das war wirklich Teamwork und so muss man das auch in Demut sagen, wenn man mit der App Erfolg hat. Wir sind ja vorher lange darüber diskutiert, wann hat man Erfolg, aber darum geht es, glaube ich, gar nicht, sondern geht darum, ab wann zeigt die App die Nützlichkeit für die Bevölkerung im Kampf gegen die Pandemie. Für uns sind zwei Zahlen wichtig für das Team von T-Systems und SAP, aber auch, denke ich, fürs AKI und Fraunhofer, nämlich wie die App auch von der Bevölkerung angenommen wird, nicht nur in Terms of Downloads. Wir haben ja auch einige, die haben sie danach wieder mit Sicherheit deinstalliert, weil wir kommen ja gleich dazu sprechen, auch ein paar technische Probleme noch haben. Aber was uns interessiert, ist ja auch, wird die App genutzt? Und wir finden, eine gute KPI ist die Frage, wie viele positive oder wie ist das Verhältnis zwischen positiv getesteten Personen, die Diagnoseschlüssel veröffentlichten, und den gemeldeten Neuinfektionen. Und wenn man zum Beispiel sich die Johns Hopkins Universität als Quelle nimmt, dann kommen wir wahrscheinlich im Durchschnitt auf so einen Wert von 6%. Und das ist recht ordentlich, wenn man bedenkt, dass ja die Übertragungsrate auch nicht proportional ist. Will heißen, dass zum Beispiel von 20% der Infizierten 80% der Neuinfizierten ausgehen. Mhm. Also ich denke, für einen Monat Arbeit und für alles, was wir zusammen gemacht haben, haben wir einen Beitrag geleistet. Einen Beitrag neben Hygiene und anderen Dingen, die Pandemie einzugrenzen. Haben Sie ganz sicher. Gehen wir einige der Punkte durch, die von den Nutzern beanstandet werden. Die häufigste Frage, vielleicht muss man auch sagen, die häufigste Klage ist, warum kann die App nicht auf älteren Geräten heruntergeladen werden und kann sich daran noch irgendetwas ändern? Ja, das ist eine Frage, die natürlich sehr oft gestellt wird. Wir haben natürlich im Markt iPhone 6, wir haben auch ältere Geräte als iPhone 6, was iOS angeht. Wir haben natürlich auch ältere Android-Geräte, wobei auf der Android-Seite aufgrund der Vielfalt der verfügbaren Hardware, die es halt in diesem Universum gibt, nicht unbedingt so den hohen Druck. Es gibt preiswerte Geräte deutlich unter 100 Euro, die neu sind, natürlich dann die App tragen können. Also wir haben, glaube ich, sehr stark auch ein Thema im Umfeld von Apple. Wir können natürlich als Unternehmen auf beiden Seiten, SAP und Telekom, das nur transportieren. Wir haben das sehr intensiv getan und beide Hersteller und beide Betriebssystemhersteller gebeten, ihre Politik dahingehend nochmal zu überprüfen. Im Moment haben wir noch kein positives Ergebnis. Und wenn Sie jetzt fragen, haben wir noch Hoffnung? Also man sollte ja nie aufgeben. Aber im Moment würde ich mal sagen, ist das nicht in Sicht, dass wir diesen Downport sehen. Vielleicht zum Hintergrund, warum ist das überhaupt so? Für die Betriebssystemhersteller bedeutet das einen sehr aufwendigen Downport, wie man sagt, also einen Teil dieser Implementierung auf einen alten Betriebssystemstand herunterzuziehen und dann dort auch weitere Wartung zu garantieren. Und das ist natürlich in der Strategie der Hersteller sehr teuer. Hm.
Deswegen wägen die immer sehr sorgfältig ab, was die auf tiefen Betriebssystemversionen dann wirklich noch anbieten. Also im Moment haben wir keine Zusage, aber die Anfrage haben wir seitens Telekom und auch SAP sehr deutlich formuliert. Dann ist da die Sache mit der Tageszählung. Manche Leute hatten die Anzeige, ich zum Beispiel auch, 16 von 14 Tagen aktiv, was ja mathematisch verwirrend ist. Bei vielen steckt es dann irgendwann bei 14 von 14 Tagen aktiv fest. Was steckt dahinter? Beeinträchtigt das in irgendeiner Weise das Funktionieren der App? Also der Gedanke dahinter war, dass die Corona-Warn-App immer die Kontakte der letzten 14 Tage sammelt. Alle älteren Kontakte sind für die Risikoermittlung nicht relevant und werden daher auch immer gelöscht. Und somit wird ihnen momentan immer 14 von 14 Tagen aktiv angezeigt werden. Das heißt, wenn die App im gesamten Zeitraum aktiv war. Also das ist der Gedanke, okay, der dahinter steckt. Aber wir haben auch festgestellt, dass das Design in der Tat die User verwirrt. Wir sind dabei, dieses Problem zu lösen. Also 16 von 14 Tagen waren Fehler im Zählen. Der ist, glaube ich, schon mit 1.07 gefixt worden auf iOS. Ich weiß momentan nicht, wie die Release-Zählung auf den Android-Geräten ist. Aber man halten wir mal fest, in dem Design gibt es Besserungsbedarf. Wir sind dabei, das zu machen. Es wird, glaube ich, nächste Woche ein Fix veröffentlicht, wo der Text umgestellt wird in die App, war die letzten 14 Tage erfolgreich. Und danach werden wir dann das so machen, dass es sich dem normalen Zeitempfinden anpasst. Das heißt, nicht ein 14-Tages-Intervall, sondern wie habe ich die App über den Tag an? Und ich denke, wenn wir was machen, dass dann der Zähler hochholt, ich habe die App 128 Tage angehabt oder sowas, dass man das sieht. Also persönlich finde ich gut, dass man sieht, dass da ein Fortschritt ist, weil die App soll ja nur begleiten. Das Design ist unglücklich gewählt und wird verbessert. Immer wieder haben wir auch gehört, dass es eine Meldung gibt, die Kontaktmitteilungen werden in dieser Region von der App möglicherweise nicht unterstützt. Muss man das ernst nehmen? Muss man das dann in den Einstellungen selber, muss man da aktiv werden, irgendwas tun? Ja, die gute Nachricht dazu ist, das kann man in der Tat ignorieren und einfach wegklicken, wie man so schön sagt. Und das sollten wir dann auch alle tun. Nichtsdestotrotz ist es ein Ärgernis, das behoben werden muss. Es kommt aus dem API selber, also aus dem Betriebssystem, jetzt in diesem Falle aus dem Apple-Betriebssystem. Man muss da natürlich dazu sagen, die Jungs und Mädels auf der Apple-Seite stehen unter demselben Druck wie wir natürlich, in 50 Tagen sowas zusammenzubauen. Insofern muss ich auch sagen, die Qualität des APIs ist ganz erstaunlich. Also wenn man weiß, was da alles laufen muss dann, und die verteilen das ja auf ein paar hundert Millionen Geräte, also da geht's ab, wie man so schön sagt. Aber der Fehler sitzt im Betriebssystem und muss behoben werden. Das ist aktuell jetzt auch schon passiert. Und Herr Sabert, wenn Sie dann irgendwann nachher mal Ihr Telefon updaten, dann werden Sie 13.6 bekommen von iOS. Und dann sollte dieses nervige Pop-up auch nicht mehr kommen. Okay. Das heißt also, die haben schon gearbeitet, jetzt auf beiden Seiten. Bei Android ist das auch so. Und da wird es dann over the air sich auf die Telefone schleichen. Also die werden jetzt 1 Milliarde Geräte updaten, so die nächsten Stunden. Und dann sollte eine ganze Reihe dieser Fehler, wir haben ja eigentlich noch mehr Domain-Errors, gab es ein paar sehr ärgerliche, die sollten dann mit 13.6 jetzt auch verschwunden sein. Und hoffentlich kriegen wir keine neuen. Das kann ja in der Softwareentwicklung manchmal auch noch passieren. Gut, und man muss ja sagen, es hat das Funktionieren der App auch nicht beeinträchtigt, wie das der Mangel, den wir vorher angesprochen hatten, auch nicht. Was ist, wenn man gemeldet bekommt, etwas ist schiefgelaufen, der Vorgang konnte nicht abgeschlossen werden? Da gibt's ja diesen Error-Domain-Fehler 13. Das ist auf dem iOS-Framework. Das ist ein Fehler, der wird aus dem Exposure Notification Framework, das heißt aus der iOS-ID direkt geworfen. Und das ist eine Information, dass an diesem Tag schon ein Check stattgefunden hat und ein neuer Check nicht stattfindet. Vorschlag hier, also wie das gelöst wird, ist, dass man das vor neu startet und die App 24 Stunden sozusagen nicht bedient. Auch dieser Fehler wird, denke ich, mit 13.6 gefixt. Ich möchte vielleicht kurz dazu anmerken, alle Fehler, die wir auch hier im Gespräch mit Ihnen besprechen, finden Sie auf der Homepage der App, coronawarn.app. In den FAQs auf Deutsch und auf Englisch haben wir, glaube ich, alles dokumentiert und alles hoffentlich gut lesbar dargestellt. Ja, das hätte ich nachher auch gesagt, weil es aber doch so ist, dass manche Leute lieber sehen und hören als lesen, sind wir jetzt hier. Und ich glaube, wenn wir es auf beiden Kanälen anbieten, ist das eine gute Sache. Neulich schrieb eine Journalistin auf Zeit Online, sie habe ihr positives Corona-Testergebnis in die App
eingegeben, also eigentlich genau das Verhalten, das man sich wünscht. Aber als sie dann später wieder negativ getestet wurde, konnte sie das nicht in die App eingeben. Ist das ein Problem, dass man sich quasi in der App nicht gesund melden kann? Ja, beantworte ich mal. Ja, was heißt ein Problem? Ich würde sagen, das ist auch wieder ein unglückliches Design. Also Hintergrund der Designentscheidung war, dass gesagt wurde, okay, wenn ich krank bin, dann gehe ich mich in Quarantäne. In dem Moment habe ich keine Begegnung, brauche also auch die App nicht mehr. Und wenn ich dann wieder gesund bin, setze ich die App wieder zurück. Ist auch beschrieben in den FAQs. Einfach auf der Startseite zum Beispiel nach unten scrollen auf iOS, die Anwendung zurücksetzen und dann kann ich wieder neu starten sozusagen, weil ja ab dem Zeitpunkt auch ein neuer Scan beginnt, arbeiten wir auch dran, das benutzerfreundlicher zu machen. Nun sind wir in den Sommerferien in den meisten Bundesländern. Es ist wieder Reisezeit, nicht ganz wie früher, aber doch wieder Reisezeit. Und die Menschen fragen sich, wann kann unsere Corona-Warn-App mit der der anderen europäischen Länder zusammenarbeiten? Sind wir da ein paar Schritte näher? Ich glaube schon, dass wir ein paar Schritte näher sind. Vor allen Dingen auch, weil unsere europäischen Länder gemeinsam natürlich jetzt an dem Thema App arbeiten. Wir haben eine ganze Reihe von Ländern, die ihren eigenen Start jetzt hinter sich schon haben oder auch jetzt in den nächsten Wochen tun. Das entnehmen wir ja auch manchmal der Presse. Also die Niederländer werden jetzt im August kommen. Die Kollegen in Österreich haben nochmal angepasst an Apple und Google. Also es bewegen sich doch jetzt alle voran. Und wir sind gerade dabei, alle die in diesem dezentralen Modell, das ist uns ja wichtig, dass unsere Qualität von Datenschutz, die jetzt im Konzept auch drinsteckt, dass wir die auf diesem Pfad sind, jetzt schnellstmöglich verbinden können. Dazu arbeiten wir in einem Konzept in Abstimmung mit der EU-Kommission. Das wurde auf einem bestimmten Niveau auch schon entschieden, vor 2 Wochen ungefähr. Es gibt also jetzt ein verbindliches Gesamtkonzept dafür, wie diese Apps miteinander verbunden werden. Dazu gehört dann noch eine Implementierung einer kleinen Drehscheibe, die wir dann brauchen, damit die Apps untereinander sprechen können. Und das muss aber noch mit der EU-Kommission final entschieden und beauftragt werden. Und dann wird das implementiert. Und dann werden wir tatsächlich in die Lage kommen, Herr Seibert, wenn wir dann die Grenze irgendwohin überschreiten, dass die App sich gegebenenfalls meldet oder dass man jetzt ändern, wenn da sagen kann, ich bin jetzt hier in Holland oder in Österreich oder auch in Dänemark und mich interessiert jetzt, da ich hier 3 Wochen im Urlaub bin, dann doch mal, ob ich kritische Kontakte hatte, wenn ich wieder zu Hause bin, möchte ich auch eine Warnung kriegen. Und das würden wir dann auch so herstellen können. Ist für uns auch wichtig, wie gehen wir weiter mit Ländern um, die nicht auf diesem Apple-Google-Protokoll arbeiten. Speziell für unsere Partner in Frankreich ist das natürlich extrem wichtig. Wir haben eine lange Grenze und wollen da natürlich eine Lösung finden. Das Thema ist schwerer und da muss man offen sagen, das wird ein bisschen länger dauern, weil die einfach auf einem anderen technischen Modell aufsetzen, zwar auch Bluetooth, aber eben nicht Apple und Google. Und da wird eben jetzt gemeinsam drüber nachgedacht, wie das geht. Aber wir sind eigentlich ganz sicher, dass wir die dezentralen Apps doch relativ schnell zusammenbekommen. Ja, einen großen Schritt haben wir ja immerhin schon gemacht, seit dem 16. Juni, als die App gestartet wurde. Inzwischen ist sie in allen europäischen App-Stores downloadbar. Das heißt, der Franzose, der Spanier, der Finne, der eine Zeit in Deutschland verbringt, der kann die deutsche Corona-Warn-App runterladen und nutzen. Das ist auch schon, glaube ich, ein guter Schritt. Eine Anmerkung möchte ich gerade noch machen. Also es ist auch wichtig, dass wir da wirklich bewusst Europa sagen und nicht EU. Wir haben ja sichergestellt, dass das auch, also zum Beispiel, wir sind in UK im App Store, wir sind auch in der Schweiz natürlich im App Store und haben auch zum Glück, finde ich, eine gute Lösung mit dem RKI, der ja der offizielle Besitzer der App ist, gefunden, dass das sehr unbürokratisch und schnell entschieden wurde. Ne? Es geht jetzt eigentlich nur noch um die Stores, die weiter von uns weg sind. Da interessiert uns besonders die Türkei und natürlich auch die USA, aber dort müssen natürlich auch entsprechende legale Prüfungen gemacht werden und da sind die Kollegen auch unterwegs. Mal gucken, ob wir das dann auch noch hinbekommen. Ja, und Stichwort Türkei, die türkischsprachige Version unserer Corona-Warn-App kommt in wenigen Tagen. Freuen wir uns drauf. Zum Schluss vielleicht noch einen praktischen Tipp für die Nutzer. Was zu beachten ist, damit die App wirklich der gewünschte, dauerhafte, zuverlässige Begleiter ist? Ja, vielleicht einer der wichtigsten Tipps ist ja,
häufig ein Problem von Android. Das heißt, mein Risikostatus wurde seit über einem Tag nicht mehr aktualisiert. Das Internet war verfügbar. Was läuft hier falsch? In dem Fall bitte nochmal nachgucken, ob die App richtig installiert worden ist über den Google Play Store. Falls das Problem trotzdem noch auftritt, ist es in der Regel auf einzelne Energiesparmodi und Akkueinstellungen zurückzuführen. Hier haben wir einen ausführlichen Tipp geschrieben auf dieser Corona-Warn.app-Page, auch den Slack-Channel dazu geöffnet. Das ist, glaube ich, ein Topic, der auftauchen kann. Da wäre ich dafür, dass man sich kurz mal den Eintrag zu Gemüte führt und hoffentlich wird das dann wieder funktionieren. Gut. Ein anderer Tipp wäre vielleicht noch, dass man die automatische Aktualisierung für die App zulässt. Damit wir nicht ganz stolz darauf sind, dass wir einen Fehler behoben haben. Ich hatte das im privaten Umfeld und sagte dann zu Hause meinen Töchtern, alles super, der Fehler ist weg, sagen die, der Fehler ist immer noch da. Und dann war halt die automatische Aktualisierung der App nicht an. Das kann man in diesem Fall zulassen. Wir sind Trusted Party und dann werden die Fehler auch über Nacht im Hintergrund abgedatet für die App. Das kann man ja einstellen auf dem Handy. Alles klar. Herr Fassunger, Herr Lorenz, ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Antworten und überhaupt für Ihren ganzen Einsatz für diese App. Grüßen Sie auch Ihre Kollegen und Kolleginnen, die hart gearbeitet haben und immer noch hart arbeiten, auch an der Fehlerbehebung. Und noch einen schönen Tag. Danke. Ja, mach mal. Gleichfalls. Ja, vielen Dank.